Die Basilika in Ottobeuren wird in diesem Jahr einen besonderen Platz in der Ulrichswoche einnehmen. Der Reliquienschrein des Heiligen kommt am 8. Juli ins Allgäu und wird hier im Hochchor der Basilika stehen. Schon zu seinen Lebzeiten war Ulrich der Abtei eng verbunden. Er stand ihr sogar für kurze Zeit selbst als Abt vor und war damit einer der Vorgänger des jetzigen Abtes Johannes Schaber. Nach dem Pontifikalamt mit Bischof Konrad Stasa wird den ganzen Tag über ein vielfältiges Programm nicht nur für die Pilger geboten sein. Ich denke, dass auch viele Ordensleute dieser Einladung folgen, denn am 8. Juli ist auch der Ordenstag, den wir aus gutem Grund, eben weil der Ulrich mit den Ordensleuten zeitlebens eng verbunden gewesen ist, auf den 8. Juli gelegt haben. Also am 8. Juli ein großes Fest des Glaubens, der Begegnung mit dem Heiligen, mit den Ordensleuten aus unserer Diözese und ich denke mit vielen Pilgern, die dem Heiligen Ulrich nach wie vor ganz lebendig nahe kommen wollen. In Augsburg findet am 8. Juli der Tag der Versöhnung statt, an dem es unter anderem ein Pontifikalamt mit Weihbischof Wörner zur Frauenwallfahrt, vom Dom zur Basilika St. Ulrich und Afra gibt. Die Wallfahrt ist genauso wie zum Beispiel der Tag der Ehejubilare eine feste Institution während der Ulrichswoche. Beibehalten wird nach dem großen Erfolg im letzten Jahr auch die Motorradwallfahrt, die am 5. Juli stattfinden wird. Ein Höhepunkt wird in diesem Jahr der Besuch des designierten Erzbischofs von Berlin, Heiner Koch, sein. Auf den ehemaligen Bischof von Dresden-Meißen freut sich der Hausherr in St. Ulrich und Afra, Pfarrer Lothar Hartmann, schon ganz besonders. Es ist für ihn dann auch eine Art Zeit des Übergangs, wenn er hier diesen Gottesdienst mit uns feiert. Das ist der Höhepunkt, wenn so ein hoher Würdenträger als Gast in die Basilika kommt und natürlich dann auch für die Gemeinschaft der Priester und Diakone Stärkung gibt, weil er wird ja einen Vortrag dann auch halten im Haus St. Ulrich. Und wir sind alle sehr gespannt auf sein Kommen und vor allem das, was er uns auch zu sagen hat. Die Ulrichswoche ist in diesem Jahr kürzer als sonst. Auch die Zahl der Gottesdienste ist kleiner geworden. Die Bedeutung der Ulrichswoche ist aber nach wie vor groß. Das zeigt sich unter anderem daran, dass es zum 60. Jubiläum für alle Pilger ein Ulrichskreuz gibt, das in Anlehnung an das aus dem ersten Jahr der Wallfahrtswoche gestaltet wurde. Verantwortlich für die Ulrichswoche ist in diesem Jahr Pfarrer Ulrich Lindl, der seinem Namenspatron schon lange sehr nahe steht. Ich bin, obwohl ich am Starnbergsee geboren bin, also ein echter Oberbayer, immer wieder auch zur Ulrichswoche selbst gepilgert und habe zu diesem Heiligen eine sehr lange und eine sehr lebendige Beziehung. Ich verehre den Heiligen Ulrich, weil er einfach ein sehr weitblickender, ein überzeugender Bischof gewesen ist, der trotz seiner vielen Verpflichtungen auch als Reichsbischof eine unmittelbare Nähe zu seinen Gläubigen hatte. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung. Zur diesjährigen Ulrichswoche gibt es für alle Interessierten auch eine völlig neu gestaltete Internetseite. Hier finden sich sämtliche Informationen rund um die große Festwoche des Bistums.